Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Reviews. Und heute geht es mal um eine deutsche Edition. Echt selten geworden, dass ich davon Einzelvideos mache, aber die hat mir so gut gefallen. Und zwar hier Macbeth, die Neuverfilmung mit Michael Fassbender, also Michael Fassbender und Marion Cotillard in dem Film von Justin Kurzel. Hier in der Limited Edition von Arthouse, wie ihr hier sehen könnt. Hat mir richtig gut gefallen und wir gehen gleich mal ins Detail. Also hier haben wir vorne dieses schöne Bild hier, sehr atmosphärisch geworden und hier mal so ganz normal matte Ausstattung. Hier ist ein schöner, stabiler Schuber. Hier haben wir die Infos zum Film. Das ist wirklich eine der besten Shakespeare-Verfilmungen überhaupt, wenn nicht sogar die beste. Die ist bildgewaltig, hat lauter geniale Nebendarsteller, wie ihr hier sehen könnt, und hat sehr viel Bonusmaterial. Also das war wirklich, hat mich im Kino total überrascht und ja, werden wahrscheinlich nicht viele im Kino gewesen sein, aber ich fand den Film wirklich absolut genial. Und das erste Mal, dass man mit dieser, also für mich ist Shakespeare immer schwierig, schwer zugänglich und ja, dieser Film hat es einem wirklich gut leicht gemacht und Michael Fassbender geht in dieser Rolle wirklich auf. Hier mal nochmal die. Oh, upsala. Kommen schon die Goodies raus. Hier vorne drauf haben wir nochmal das gleiche Bild mit Macbeth oder Michael Fassbender. Leider ist hier das FSK-Zeichen fest, aber das ist ja nicht schlimm, wenn man außen hat man es ja komplett. So, hinten drauf haben wir nochmal eine schöne Detailaufnahme von ihm. Haben wir das Ganze auf. Da haben wir hier Lady Macbeth, gespielt von Marion Cotillard, auch absolut genial. So, dann müssen wir das aufklappen, holen wir mal die Goodies raus. Hier ist hier so eine Art Schlachtbild in der Mitte, so ein 3-Panel-Digipack. Gibt es übrigens als DVD und als Blu-ray-Pack. Ich habe natürlich hier die Blu-ray, wie ihr sehen könnt. Jetzt kommen wir zu einem, glaube ich, einen der besten Bonusartikel, die ich je gesehen habe in der Edition. Und zwar ist das hier ein Mini-Reklamheft zu Macbeth, vom Originaltext übersetzt auf Deutsch. Und ja, hier, also eben der komplette Macbeth hier nochmal als Buch vorhanden. Richtig geil. Das finde ich doch absolut genial. Und ja, sehr schönes Bonusmaterialchen. Dann haben wir hier eine, wenn man das hier aufklappt, hat man ein riesen Faltblatt, fast A1 groß. Hier haben wir verschiedene Infos zu den Drehorten des Films, also wo er gedreht wurde und so weiter und so fort. Ganz viele kleine Infos. Und hier haben wir dann eine so eine Art Chronologie hier. Fängt hier oben an. Auch sehr cool geworden. Hier nochmal das Alternativplakat. So, hinten drauf haben wir noch mehr Infos mit einer kleinen Karte von Schottland hier. Richtig cool. Hier haben wir nochmal so ein Bild in der Mitte. Ja, auf jeden Fall hier. Da kann man ordentlich lesen. Schöner Lesestoff, wenn man auf dem Klo sitzt. So. Ich mache das hier wieder schön zusammenfalten, haben wir hier vorne drauf. Und hier hatten wir noch ein kleines Booklet. Nochmal mit einem anderen Bild hier vom Fassbender. Und hier haben wir Infos zum Film und zu den Dreharbeiten. Auch sehr schön geworden. Ja, ich glaube, das ist ein rundum sorglos Paket zu diesem Film. Und jeden, der bis jetzt noch nichts mit Shakespeare anfangen konnte, ist ja auch verständlich bei dieser Sprache auch, aber ich finde das trotzdem sehr interessant und es sind wirklich tolle Geschichten, tolle Figuren, tolle Charakter und ja, und man kann halt auch schön variieren, wenn man verschiedene Versionen anschaut, wie die Schauspieler die Figur anlegen und das finde ich doch absolut genial. Hier haben wir natürlich Macbeth, die Limited Special Edition und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und wenn ihr noch einen anderen tollen Shakespeare-Film sehen wollt, dann schaut euch Hamlet an mit Mel Gibson, der ist auch sehr gut gelungen. Hatte ich auch beim letzten Update. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und geht ins Kino.